Tag hat 24 Stunden. Wenn es gut läuft, schläfst du etwa 8 Stunden davon. 9 Stunden musst du arbeiten. 3 bis 4 Stunden machst du Dinge, die gemacht werden müssen, wie etwa einkaufen, kochen, putzen, Wäsche waschen und dergleichen. 3 Stunden bleiben also für dich, deine sogenannte Freizeit. Und das den Rest deines Lebens. Hast du es dir so immer vorgestellt? Möchtest du so ein Leben überhaupt führen? Wurdest du gefragt? Wahrscheinlich nicht. Du kommst auf die Welt und wirst von Ort zu Ort gebracht. Kindergarten, Schule, Uni, Arbeit, Ende. Und Menschen, die nie etwas hinterfragt haben, sagen dir nun, dass du dasselbe zu tun hast. Ist das überhaupt deine Vorstellung vom Leben? Du wirst in etwas hineingeboren. Du gehst in die Schule und machst Fächer, die deinen Interessen widersprechen. Später dann nimmst du eventuell einen Zweitjob an, um dir wenigstens dieselben Schuhe leisten zu können, wie sie im Prinzip alle tragen. Plus das Bier am Wochenende und ein neues PC-Game und schon steht dein Kontostand wieder bei Null. Irgendwann fällt dir auf, dass dir dein Job gar keinen Spaß macht. Also suchst du dir einen neuen. Denn der jährliche Urlaub darf ja nicht ins Wasser fallen. Einmal im Jahr entspannen, einfach das Leben genießen. Außerdem musst du ja noch für deine Kreuzfahrt zur Seite legen. Denn die Zeit in der Rente muss ja sinnvoll genutzt werden. Dass das eigentliche Problem gar nicht an deinem Job lag, den du vorher hattest, ist dir zu diesem Zeitpunkt schon lange klar. Das PM-Magazin hat mal nachgerechnet. Demnach kommen wir, ausgehend von 80 Lebensjahren, auf nur 8 Jahre Arbeit. Verglichen mit 24 Jahren und 4 Monaten, die wir schlafen, und 12 Jahren reines Fernsehgucken, muss das schon irgendwie in Ordnung sein. Hört sich ja gar nicht so schlimm an. Oder? Doch das sind rein statistische Zahlen und deren Aussagewert eher spielerischer Natur. Denn erstens hat das mit subjektiver Wahrnehmung rein gar nichts zu tun und zweitens kann man die Zahlen auch anders auslegen. Rechnen wir den Schlaf als nicht produktive Zeit, was sie ja nun mal auch ist, einmal heraus und nehmen wir Hausarbeiten, Einkäufe, Arbeitswege und andere lebenserhaltenden Aktivitäten hinzu, sieht das schon wieder ganz anders aus. Kurz, 80-90% deiner Zeit verbringst du mit Dingen, die du entweder nicht machen möchtest, weil du keine Lust darauf hast, oder Dinge, die dich nicht vorwärts bringen. Nun stellt sich die Frage, ist das normal oder sitzen wir in einer Art Gefängnis mit Gitterstäben aus falschem Gedankengut? Arbeiten wir tatsächlich für uns oder nur, um zu überleben?